Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Das elektrische Feld ist unser Thema. Nun, das letzte Mal haben wir so ein elektrisches Feld von einer Ladung besprochen, was das ist, ja, dass da elektrischer Fluss, dass man sich einen elektrischen Fluss vorstellt und dieser Fluss nach alle Richtungen gleichmäßig nach auseinander stobt und da gibt es eine elektrische Flussdichte und so weiter. Und aus der elektrischen Flussdichte und einer die Elektrizitätskonstante, die elektrischen Feldkonstante, entsteht eben noch das elektrische Feld. Ja, so sind die Kausalitäten, so kann man sich die Kausalitäten vorstellen. Und jetzt schauen wir uns an, was machen leicht zwei Ladungen. Ja, also wir nehmen an, wir haben hier irgendwo eine Ladung Q1, ja, und hier irgendwo eine Ladung Q2. Okay? Die Q sollten gleich groß sein, ist mir nicht gelungen. Sind nämlich, okay, sagen wir, es sind unterschiedliche Ladungen. Q1 und Q2. Ja? Jetzt schauen wir sie an, welcher elektrisches Feld, da gibt es einen Abstand zwischen den Ladungen, ja? Das ist der R, nennen wir den. Ja? Und jetzt schauen wir sie an, welcher elektrisches Feld erzeugt die Ladung Q1 am Ort von Q2. Ja. Und wir haben ja schon mal gesagt, wenn wir so eine Hüllfläche erzeugen, ja, eine Hüllfläche, und in diesem Fall ist das eben eine Kugeloberfläche, ja, rund um Q1, eine Kugeloberfläche mit dem Radius, der zufällig R heißt, ja, also eine Kugeloberfläche, und wir haben gesagt, der Fluss, der von der Ladung Q1 ausgeht, der elektrische Fluss Psi1 ist gleich Q1. Ja. Das ist der Fluss, der einfach da durch die gesamte Oberfläche der Kugel trifft. Okay? Und wir haben gesagt, die Oberfläche einer Kugel, ja, also hier, AK, ja, ist nicht 47, sondern sind 4pi r Quadrat. Okay, das ist die Oberfläche der Kugel. Daraus folgt die Flussdichte, die diese Ladung an dieser Oberfläche, Kugeloberfläche erzeugt. Das ist D1. Okay. D1 ist also dieses Phi1 da, Psi1, dividiert durch das AK. Okay. Dividiert durch das AK. Das sind also eigentlich, ja, Q1 dividiert durch die 4pi r Quadrat. Okay? Das ist das D1. Das geht so in die Richtung. Ja, da ist die Flussdichte. Und die Flussdichte, ja, die Flussdichte erzeugt ein Feld E1. Ja? Das ist D1 dividiert durch Epsilon 0. Ja? Was haben wir da? Das war das D1, war das Q1, dividiert durch, wir gehen schon wieder die Stifte aus, hier, 4pi r Quadrat, das ist das D1, und da unten haben wir das Epsilon 0, das E zeigt da in die Richtung, da ist das E1. E1. Ja, schreiben wir das nur ein bisschen um. Ja, das ist gleich, und da haben wir Q1. Und dann dividieren wir das. Ja, und dann haben wir 4pi r Quadrat Epsilon 0. Ja, das ist die Feldstärke von Q, die von Q1 am Ort von Q2 erzeugt wird. Welche Kraft? Ja, weil da wirkt jetzt Q, F ist Q mal E, ja? Da wirkt eine Kraft, F verursacht von 1 und wirkt auf 2, deswegen nenne ich das F1,2. Wie groß ist jetzt das F1,2? Ja? Das ist Q2 multipliziert mal dem Feld dort
E1. Ja. Das ist also in Summe Q1 mal Q2, ja, dividiert durch 4πr² mal ε0. Das ist die Kraft, die diese Ladung aufgrund dieser Ladung hier erfährt. Schauen wir, ist ganz cool, nämlich die Kraft geht in diese Richtung, ins E-Feld. Wann das nämlich eine negative Ladung wäre, ja, also weg, ja, Q2 weg, ja, wie weg von Q1. Ja. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Und wenn das eine negative Ladung wäre und das eine positive, ja, dann geht das E-Feld von der ja hin in diese Richtung und die Kraft geht auch hin. Gleich, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Und wie ist das, wenn das auch negativ ist? Na, wenn das auch negativ ist, das ist wieder negativ und buck, geht schon wieder in die Richtung. Ja? Es kommt da einfach raus. Ja? Und jetzt schauen wir uns an, wie schaut das aus auf der anderen Seite. Da habe ich ja eine Kugeloberfläche. Ja? Die ist genauso groß, die ist genau das gleiche AK. Das ist ja die gleiche Kugel. Ja? Mit dem gleichen Radius. Ja? Und das Psi2 ist Q2. Ja? Das heißt, unser D2 ist Psi2 dividiert durch die Kugeloberfläche AK. Ja? Also diesmal haben wir da Q2, ja? Dividiert durch 4πr². Das heißt, unser E2, was ja da drüben wirkt, da haben wir E2. Unser E2 ist gleich D2, dividiert durch ε0. Das ist Q2, dividiert durch 4πr², weg, r², dividiert durch ε0. Alle bringen, Doppelbuch auflösen, Q1 dividiert, Q2 natürlich, Entschuldigung, jetzt habe ich da aufgeschaut, Q2, ja, 4πr² ε0. Wie groß ist jetzt die Kraft? Darum wirkt ja auch wieder eine Kraft. Ja. Diesmal verursacht von der Ladung 2 auf die Ladung 1, F2,1, ja, ist gleich. Und jetzt muss ich das mit Q1 mal E2 ist gleich. Und schau das an, da kommt alles gleich aus. Q1 mal Q2 dividiert durch 4πr² mal ε0. Okay. So schaut das aus. Die Kraft, auf beide Ladungen wirkt die gleiche Kraft und sie ist zueinander gerichtet. Wenn die Kraft, also wenn die Ladungen ungleichnamig sind, und sie ist auseinandergerichtet, wenn diese Ladungen gleichnamig sind. Ja? Also aus dieser Betrachtung kommt genau das raus, was wir schon die ganze Zeit behauptet haben. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Ja? Also die Kraft F12 ist gleich F21 auf zwei Ladungen Q1 und Q2 aufeinander, ja, 4πε0r². Das ist die Kraft von zwei Ladungen aufeinander. Okay? Das Ganze heißt Coulombsches Gesetz. Der hat das nämlich postuliert, herausgefunden, entdeckt. Ja? Jetzt wissen wir auch, warum die Einheit der Ladung Coulomb ist. Okay? Coulombsches Gesetz, also
Ja, kommt er raus. Ja. Schaut sehr ähnlich aus übrigens wie das Gravitationsgesetz. Da sind ein paar andere Konstanten, da oben sind Massen statt Ladungen, aber schaut ziemlich gleich aus, ja, interessanterweise. Ja, sind also die gleichen Mechanismen, ja, irgendwo logisch, ne, weil es sind Kugeloberflächen mit CC und mit Coulombsches Gesetz. Passt. Passt, ich hör scharf. Das nächste Mal werden wir schauen, ein bisschen, wie wir so elektrische Felder besser darstellen können. Ja, wie sind, ich meine, ich habe das da beim letzten Mal schon ein bisschen probiert mit Darstellen und so weiter. Und das, da schauen wir dann auch, wie schaut das wirklich aus, wenn wir so ein elektrisches Feld darstellen. Da reden wir über Feldlinien und Potentialflächen und Flussröhren. Ja, ach, klingt schon wieder ganz wichtig. Was es ist, ja, werden wir im nächsten Video erkennen oder hoffentlich hören. Ja, hören auf alle Fälle und erkennen hoffentlich. So ist es eigentlich. Gut, ja, für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.